Der nachfolgende Beitrag wird Ihnen präsentiert von Autohaus Marco Zabel, der Firma Pflegetraum, Ihr ambulanter Pflegedienst in Strausberg, der BAVO Gebäudetrocknung, Fahrservice Fritsch, K&G Sprenger, Heizung, Sanitär und Klima, Herold Sicherheits- und Kommunikationsanlagen, der IBA für Imagebekleidung und Ausstattung, dem BMW Autohaus Scarlett und der Rechtsanwaltskanzlei Bünger und Meier. Pokalfieber in der Strausberger Energiearena. Der FC Strausberg, derzeit 14. der Oberliga, empfängt den Regionalligisten FSV 63 Luckenwalde. Über 460 Zuschauer sind in die Strausberger Energiearena gekommen, um dieses Halbfinale des Landespokals mitzuerleben. Der Gewinner hier darf von einem Finale im eigenen Stadion gegen Energie Cottbus träumen. Also Cottbus hat ja gewonnen, glücklich in der Nachspielzeit, wie ich eben erfahren habe. Also wir hätten ja dann Heimrecht, dem gibt es nichts zuzufügen. Also wir würden gerne noch eine Runde weiter und würden auch gerne gegen Cottbus hier zu Hause spielen. Dafür musste aber erst einmal Luckenwalde geschlagen werden. In der ersten Halbzeit sahen die Zuschauer ein gutes Spiel der Strausberger. Der Klassenunterschied der Mannschaften war nicht zu erkennen. Immer wieder gelang es dem FCS, gefährlich vor das Tor der Luckenwalder zu kommen. Doch es blieb vorerst bei einem 0:0. Der Trainer war trotzdem zufrieden. Ja, wir wollten ja schnell in die Spitze spielen. Die Schnittstelle ist uns, glaube ich, in der ersten Halbzeit sehr gut gelungen. Haben ja auch von der ersten Minute an gleich aufs Tor geschossen, um zu zeigen, dass wir da sind. Standen gut hinterm Ball eigentlich, haben eigentlich wenig zugelassen außer Standards. War eigentlich das richtige Rezept. Welche Bedeutung dieses Spiel für den Verein hat, zeigte die Präsenz zahlreicher Sponsoren und Fußballfunktionäre auf den Rängen. Und ich mache ja einiges für Strausberg und jetzt ist es auch so, dass ich zwei Auszubildende habe, die im FC Strausberg spielen. Die sind Spieler, der Tim Bolte und der Tobias Lindner. Der Tim Bolte hat mir heute sehr gut gefallen, muss ich mal sagen. So, also wie er da die Einwürfe schmeißt und so oder wirft. Also, und wir als Ausbildungsbetrieb jetzt hier und dann sind die beiden Auszubildenden, die spielen im FC Strausberg und da muss ich hier einfach Sponsor sein. Also es gehört sich einfach so. Wäre nicht gut, wenn ich das nicht wäre. Also, und ich bin ja auch für den FC Strausberg. Also. Viele haben das Spiel in Radenow gegen Cottbus als das wichtigere Spiel angesehen und ich habe gesagt, nein, ich fahre nach Strausberg. Mal sehen, vielleicht gibt es dort eine Überraschung. Und gibt es bis jetzt schon Überraschung? Also gerade die Fußballer hier vor Ort, die finden das schon Überraschung, dass man so gleich bleibt. Wie sehen Sie das? Also ehrlich gesagt, ich bin tatsächlich überrascht, weil ich hatte den Strausbergern diese Leistung gar nicht zugetraut nach den Ergebnissen in der Oberliga. Und jetzt sieht man also keinen Unterschied in den Leistungen. Also zumindest in der ersten Halbzeit war das ein ausgeglichenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Bin gespannt, wie das ausgehen wird. Die zweite Halbzeit. Die Luckenwalder wurden stärker und überrannten immer wieder das Strausberger Mittelfeld. Und so zappelte der Ball in der 50. Minute im Netz der Strausberger. Doch Schiedsrichter Henry Müller gab das Tor nicht und entschied stattdessen wegen Handspiels auf Elfmeter für Luckenwalde. Sicherer Schütze in der 53. Minute hier Marcel Hadel. Jetzt kam die Offensive von Luckenwalde in Gang und in der 57. Minute gelang der wohl schönste Spielzug, den Da Silva mit dem 2:0 für Luckenwalde abschloss. Doch Strausberg dachte nicht daran aufzugeben und antwortete in der 66. Minute ebenfalls mit einem wunderschön herausgespielten 2:1. Torschütze hier mit dem Kopf Roman Turek. Jetzt war wieder alles offen und das Spiel wurde zu einem knallharten Pokalfight. In der Nachspielzeit gelang Da Silva das 3:1. Doch die Strausberger protestierten. Sie hatten ein klares Abseits gesehen. Noch einmal Riesenaufregung auf dem Spielfeld. Co-Trainer Daniel Dluniak wurde am Ende vom Schiedsrichter auf die Tribüne verwiesen.
gefragt, waren jetzt die Emotionen, die hochgekocht sind nach dem 3-1. Ich denke, der Linienrichter war heute nicht sein bester Tag, weil die zweite, dritte Entscheidung. Der 3-1 hat jetzt nichts am Ausgang des Spiels geändert, denke ich mal, aber das sind halt die Emotionen, die dann hochkommen bei so einem 3-1. Pokal-Halbfinale, wir wollten ins Finale, haben es leider nicht geschafft. Ja, passiert, darf nicht passieren, aber es ist halt geschehen. Ja, man sagt, in der Szene wollen wir natürlich einen Abseits haben. Er lief ja öfter nicht mit, sonst hätte er, glaube ich, das 1-0 vor dem Elfmeter ja gesehen, dass der Ball schon drin war. Ich würde sagen, ja, weil er steht im Halbkreis und konnte man eigentlich ganz gut eine Linie erkennen, aber hat er nicht gepfiffen, ist bitter. Wie geht's jetzt weiter? Ja, passiert gar nichts. Wir machen normal Training und müssen in der Klinik einen Alltag wieder und Punkte sammeln. Am Ende konnten alle mit der Leistung der Strausberger, die in der Oberliga gegen den Abstieg kämpfen, hoch zufrieden sein. Dieser Beitrag wurde Ihnen präsentiert von Autohaus Marco Zabel, der Firma Pflegetraum, Ihr ambulanter Pflegedienst in Strausberg, der BAVO Gebäudetrocknung, Fahrservice Fritsch, K&G Sprenger, Heizung, Sanitär und Klima, Herold Sicherheits- und Kommunikationsanlagen, der IBA für Imagebekleidung und Ausstattung, dem BMW Autohaus Scarlett und der Rechtsanwaltskanzlei Bünger und Meier.